Hey Freunde, wenn in diesem Video etwas unklar sein sollte, etwas nicht funktionieren sollte oder ihr allgemein irgendwelche Fragen habt, schreibt sie sehr gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch sehr gerne auf Instagram schreiben. Dort werde ich auch versuchen, auf alles einzugehen. Darüber hinaus würde ich mich noch sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Video eine Bewertung da lassen würdet und meinem Kanal ein kostenloses Abo da lasst. Genug geredet, Freunde, viel Spaß mit dem Video. YouTube. Mein Name ist Yoshi und ich wünsche euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es sich um das Thema Outfit-Glitches und ich habe ja vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen, in dem ich euch den Bath-Glitch näher gebracht habe. In diesem Video möchte ich euch auf jeden Fall erzählen, wie ihr über diese Bath-Glitch-Methode eure Outfits machen könnt. Das Outfit, was wir uns heute erstellen wollen, seht ihr jetzt auch schon im Hintergrund. Das ist mit weißer Jogger und mit weißen Deadline-Schuhen. Ihr könnt das wahrscheinlich selber sehen. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch auf jeden Fall jetzt hier im Laufe des Videos. Ansonsten gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem eigentlichen Video. Viel Spaß, Freunde! Als allererstes beginnen wir mit diesem Bath-Outfit-Glitch damit, dass wir jetzt erstmal die Sticker auf das Outfit drauf glitchen, die wir dann nachher auch haben wollen auf unserem fertigen Outfit. Was wir dafür machen müssen ist, wir müssen uns jetzt erstmal ein spezielles Outfit über den Bath-Glitch erstellen. Ich werde euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich würde euch empfehlen, die Vorbereitungen genauso zu machen wie ich. Ich bin jetzt gerade eben schon einmal hingegangen, habe mir die ersten 5 Plätze hier frei gemacht und hier die ersten 3 könnt ihr natürlich schon sehen, sind bearbeitet halt. Ich habe mir die ersten 5 Plätze halt extra für den Bath-Glitch freigelassen, damit das einfach schön übersichtlich ist und ich nicht lange suchen muss. Und ja, wie gesagt, ich würde euch empfehlen, das genauso zu machen, dann habt ihr das auf jeden Fall auch. Ich komme mal eben kurz zu den Komponenten, die ihr euch anziehen müsst. Als allererstes gehen wir mal hin und nehmen das Konsole 1 Outfit, was ihr jetzt gleich auf eurer ersten Konsole halt benutzt. Ihr geht dann einmal hier bitte an die Oberteile, geht dann dort einmal zu den Sportjacken. Und bei den Sportjacken ist das bei mir die Nummer 67. So, wenn ihr das dann anhaben solltet, geht ihr dann bitte noch einmal auf die Designer-T-Shirts. Und bei den Designer-T-Shirts ist das schwarze Print-T-Shirt. Das ist bei mir die Nummer 58. Das ist das T-Shirt, was ich da unten drunter habe. Habt ihr das an, brauchen wir jetzt als nächstes nur noch einmal eine Shorts. Ihr geht jetzt hier einmal an die Hosen, geht dann dort einmal zu den Shorts und kauft euch dann die Liebesherzen-Boxer-Shorts. Oh, okay, die Nummer 34 ist das bei mir. Die werdet ihr auf jeden Fall finden. Damit ist das Outfit auch schon fertig. Guckt bitte, dass keine Handschuhe oder Schuhe da draußen sind. Speichert das auf jeden Fall genauso ab, wie ich das hier so mache. Und zwar hier auf dem 2. Platz. So, ihr könnt es ja schon sehen, bei mir heißt das Ganze Konsole 1 und jetzt müssen wir uns einmal noch das Outfit erstellen, wo die Sticker halt drauf sind. Ich zeige euch das Ganze, wir gehen einmal hier zu der Frau, dann geht ihr einmal auf die Rennanzüge und bei den Rennanzügen kauft ihr euch jetzt einfach den weißen Rennanzug. Es muss auf jeden Fall der weiße Rennanzug sein, kauft euch den definitiv und wenn ihr den angezogen habt, könnt ihr den auch schon auf dem 3. Platz als Konsole 2 Outfit speichern. Und wenn wir das gemacht haben, ziehen wir uns jetzt einfach nochmal das Konsole 1 Outfit an. Und jetzt müssen wir uns noch ein Outfit erstellen, von dem wir gleich die Oberteilkomponente haben müssen für das Outfit, was ich euch halt hier zeigen möchte. So, wir gehen jetzt hier dann noch einmal auf die eleganten Jacken. Und bei den eleganten Jacken kauft euch einfach die letzte unten in der Liste. Das ist die Nummer 14 von 14. Und wenn ihr die anhaben solltet, könnt ihr das Outfit auch schon speichern. Und zwar hier auf dem 1. Platz als Merch. So, damit haben wir uns auf jeden Fall die Komponenten für den ersten Bath-Glitch erstellt. Jetzt als nächstes müsst ihr natürlich den 2-Konsolen-Glitch machen. Wie genau der funktioniert, das werde ich euch jetzt hier in dem Video nicht erklären. Dazu habe ich ein separates Video gemacht. Das packe ich euch oben in die Infokarte oder auch unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr es auf jeden Fall finden. Schaut euch an, wie der Bath-Glitch funktioniert. Ich werde euch jetzt immer die Komponenten zeigen, die ihr miteinander flippen müsst. Auf den Bath-Glitch werde ich jetzt hier in dem Video nicht genauer eingehen, weil das einfach den Rahmen dieses Videos sprengen würde. Ich wäre, keine Ahnung, das Video wäre 30 Minuten lang oder so. Das will sich kein Schwein angucken. Deswegen, ich gehe jetzt hin, zeige euch eben kurz, welche Komponenten ihr euch jetzt anziehen müsst. Ich gehe jetzt als allererstes hin, ziehe mir mein Konsole 1 Outfit an, dann gehe ich einmal auf Fallschirm, gucke jetzt hier, dass der Israel-Fallschirm-Rucksack ausgewählt ist, mache das auf jeden Fall auch mit dem Israel-Fallschirm-Rucksack, hier die Oberteilkomponente und lasst euch den auf jeden Fall anzeigen und wenn der angezeigt ist, gucke ich, dass ich eine goldene Ladestecke bekomme. Jetzt
ja, doof gewesen mit dem Handy. Ich hoffe, die Ladestrecke hat man gesehen. Jetzt zeige ich euch mal eben kurz noch, was die Konsole 2 machen muss. Also stellt euch vor, ich bin jetzt einfach auf die zweite Konsole geswitcht. Die zweite Konsole, wenn die im Online-Modus spawnt, switcht einfach nur auf das Konsole 2 Outfit. Das ist ja der Rennanzug. Geht dann wieder auf Fallschirm, zieht sich den Fallschirm an. Und wenn der da gewesen ist, wartet der Kollege auch unten rechts die goldene Ladestrecke ab und geht dann wieder in den Story-Modus. So, ich werde euch dann jetzt das Flip-Ergebnis zeigen nach dem Bath. Nach dem 2-Konsolen-Glitch solltet ihr auf jeden Fall dann mit diesem verbuggten Outfit hier stehen. An diesem Outfit ändert ihr jetzt bitte nichts, ihr geht jetzt ohne Umwege direkt in Korrupter Kopf rein und dann merchen wir das Ganze. Hier in den Missionsvoranstellungen ist wieder wichtig, dass ihr auf jeden Fall Kleidung auf im Besitz stellt. Anschließend ladet ihr einfach nur einen von euren Freunden ein und drückt dann auf Spielen. Seid ihr jetzt hier in der Vorrunde angekommen, geht ihr erstmal runter auf im Besitz, jetzt drückt ihr einmal die Steuerkurztaste nach rechts, dann seid ihr auf dem Merch-Outfit und jetzt müsst ihr einmal wieder die Steuerkurztaste nach links drücken und dann seht ihr, habt ihr diese Sticker auch auf den Armen drauf. Als nächstes geht ihr einmal auf bereit zum Spielen und holt das Outfit genauso wie beim Transfer-Glitch auch mit dem LCD-Hörer in den Online-Modus. Wenn ihr dann wieder mit dem Outfit in GTA Online gespawnt seid, geht ihr bitte als allererstes hin, öffnet euer Interaktionsmenü, geht einmal auf Stil, geht auf Accessoires und zieht euch mit der Steuerkurztaste nach rechts den LCD-Hörer wieder aus, dass auf dem Outfit nichts mehr drauf ist. Und als nächstes gehen wir hin und speichern das Outfit dann einmal ab. Ich würde euch empfehlen, das jetzt auch hier irgendwo abzuspeichern, wo ihr jetzt halt die leeren Plätze habt. Deswegen, ich speichere das jetzt bei mir hier auf dem 5. Platz ab. So, ich habe das Outfit jetzt bewusst nicht löschen genannt, weil das ein Outfit ist, das ihr sehr häufig für eure Bath-Glitches benutzen müsst. Und zwar ist das meistens immer das Konsole 2 Outfit. Und ja, dazu komme ich auf jeden Fall jetzt noch im Laufe des Videos. Als nächstes gehen wir jetzt hin und bereiten den nächsten Bath-Glitch vor. Das Outfit, was wir uns gerade eben erstellt haben, haben wir ja gerade eben einmal abgespeichert. Bei mir heißt das ja nicht löschen. Jetzt geht ihr auf jeden Fall hin und wählt euch von den Rennanzügen einmal den Rennanzug aus, von dem ihr gleich die Sticker haben wollt. Bei mir ist das jetzt hier der graue Rennanzug, weil ich von dem halt jetzt gleich die Dinker-Sticker auf das Outfit machen will. Die passen ganz gut zu der weißen Jogger. Und ja, dieses Outfit hier speichert ihr auf jeden Fall jetzt als euer neues Konsole 1 Outfit. Und als Konsole 2 Outfit nehmt ihr dann jetzt bitte das Outfit, was ihr gerade eben einmal abgespeichert habt. Bei mir hieß das ja nicht löschen, da ist es auch schon. Das ziehe ich mir jetzt an und speichere das dann hier auf dem 3. Platz als mein neues Konsole 2 Outfit ab. So, damit haben wir jetzt das Konsole 1 und das Konsole 2 Outfit. Und als nächstes müssen wir uns noch ein Merch-Outfit machen. Da werde ich euch auch mal eben kurz hier die Komponente zeigen. Wir gehen einmal jetzt hier an die Oberteile. Und bei den Oberteilen geht ihr jetzt einmal auf die T-Shirts. So, und bei den T-Shirts kauft ihr euch jetzt einfach das grüne V-Neck-T-Shirt. Wo haben wir es? Da ist es. Ist die Nummer 68 bei mir? Genau, die ist es. Das speichert ihr jetzt einfach als euer neues Merch-Outfit ab. So, da ist es abgespeichert. Und dann können wir auch schon hingehen und wieder den nächsten Bath machen. Ihr geht jetzt wieder hin, geht in euer Interaktionsmenü, zieht jetzt erstmal wieder euer C1 Outfit an, euer Konsole 1 Outfit meine ich. Und wenn ihr das anhaben solltet, geht ihr einmal wieder auf Fallschirm. Guckt auf jeden Fall, dass ihr den Israel Fallschirmrucksack ausgewählt habt. Und wenn das der Fall sein sollte, geht ihr jetzt wieder hin und zieht euch den Fallschirm einmal an. Wenn der an ist, guckt ihr, dass ihr unten rechts eine goldene Ladestecke bekommt. Und dann kommt auch schon der Step mit Konsole 2. Die zweite Konsole lockt sich dann ein, wechselt dann auf das C2 Outfit, zieht sich dann hier wieder den Fallschirm an und guckt dann auch, dass er eine goldene Ladestecke bekommt. Und ihr auf der zweiten Konsole steht dann natürlich mit eurem C1 Outfit da und habt den Fallschirm an. Ihr zieht euch den Fallschirm dann einfach aus, deaktiviert dann Netcut und dann wird es euch rauswerfen. Wir hören uns dann gleich, wenn ich mit dem Resultat da stehe. Wenn ihr dann in GTA spawnt, werdet ihr mit diesem Flip-Resultat hier stehen und wenn das bei euch der Fall sein sollte, geht ihr als nächstes einfach wieder in Korrupter Kopf und dann merchen wir das Ganze wieder. Seid ihr dann jetzt hier in der Vorrunde angekommen, geht ihr wieder auf im Besitz, dort steht erstmal wieder aktuell, jetzt drückt ihr einmal die Steuerkurztaste nach rechts, da ist dann das T-Shirt mit dem, also das grüne V-Neck-T-Shirt, jetzt drückt ihr einmal wieder die Steuerkurztaste nach links, dann seid ihr wieder auf eurem aktuellen Outfit und wenn ihr das dann so haben solltet, könnt ihr auch wieder auf bereit zum Spielen gehen und das Outfit wie gerade eben auch in den Online-Modus holen.
Wenn ihr euch das Outfit dann in den Online-Modus geholt habt, könnt ihr auch schon hingehen und das Ganze einmal abspeichern. Ihr seht, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Dinker-Sticker hier drauf. Und auf dieses Outfit hier werden wir dann nachher das eigentliche Outfit aufbauen. Ich gehe jetzt einmal hin und speichere das Ganze einmal ab. Vorher gehe ich noch in mein Interaktionsmenü, gehe auf Stil, gehe auf Accessoires und ziehe mir den LCD-Hörer wieder aus. Und sollte das dann jetzt der Fall sein, gehe ich einmal hin und speichere das Ganze ab. Das ist auf jeden Fall unser neues Konsole 1 Outfit, welches wir jetzt die ganze Zeit bearbeiten werden. Deswegen speichere ich das jetzt hier auf Konsole 1 ab. So, wenn ich das dann jetzt abgespeichert habe, gehe ich dann jetzt einmal rüber an die Hosen. Bei den Hosen müssen wir uns jetzt einmal wieder die Shorts anziehen von gerade eben. Da ist sie auch schon, die Nummer 34 war das. Und wenn ihr die anhaben solltet, gehen wir noch einmal kurz an die Oberteile. Dann geht ihr einmal auf die Einsatzwesten und bei den Einsatzwesten kauft ihr euch jetzt bitte die Nummer 47. Da, das ist die sandbraune Schussweste. Wenn das bei euch eine andere Nummer sein sollte, guckt auf jeden Fall auf den Namen. Das ist die sandbraune Schussweste. So, das Outfit hier können wir jetzt erst einmal abspeichern und hier jetzt nochmal auf dem ersten Platz überschreiben. Ich meinte natürlich nicht den ersten Platz, sondern den Konsole 1 Platz. Den könnt ihr damit einfach überschreiben. Und wenn ihr das gemacht haben solltet, können wir jetzt auch schon hingehen und mit dem Outfit weitermachen. Als nächstes gehen wir jetzt einmal hier rüber an die Schuhe. Geht dann dort einmal auf die Skateschuhe. Und bei den Skateschuhen kauft ihr euch jetzt die grauen Skateschuhe. Das ist die Nummer 3. Wenn ihr die anhaben solltet, könnt ihr das Outfit auch schon speichern. Und zwar auf dem Konsole 2 Platz. Das ist unser neues Konsole 2 Outfit und dann geht ihr noch einmal hin, zieht euch bitte keine Schuhe an, also zieht den Kollegen die Schuhe aus und wenn die aus sein sollten, geht ihr hin und speichert das Outfit dann nochmal auf dem Konsole 1 Platz. So, damit haben wir uns auf jeden Fall schon mal wieder Konsole 1 und Konsole 2, die beiden Outfits davon fertig gemacht. Als nächstes brauchen wir jetzt natürlich dann nochmal ein Merch-Outfit. Jetzt könnt ihr halt auswählen, welche Schuhe ihr da drauf haben wollt. Ich will jetzt hier in meinem Video auf jeden Fall die Deadline-Schuhe drauf machen, die weißen. Deswegen gehe ich jetzt hier auf die Rubrik Deadline, kaufe mir dann einmal den weißen Deadline-Anzug und wenn ich den gekauft habe, speichere ich den jetzt auf dem ersten Platz als mein neues Merch-Outfit ab. So, was jetzt hier ein bisschen anders ist, ist einmal der Fallschirm. Ihr müsst jetzt einmal bei euch auf Stil gehen, geht einmal auf Fallschirme und hier bei Fallschirm wählt ihr euch bitte wieder den klassischen Rucksack aus. Das ist sehr, sehr wichtig, Leute. Ansonsten könnt ihr euch die Schuhe nicht auf das Outfit merchen. Warum das so ist, kann ich euch leider nicht sagen. Es ist einfach so, zieht euch den klassischen Rucksack an und wenn ihr den ausgewählt haben solltet, geht ihr jetzt einmal hin, zieht einmal euer Konsole 1 Outfit an, geht dann einmal auf Fallschirm, zieht euch den Fallschirm an. Dann guckt ihr, dass ihr eine goldene Ladestecke bekommt. Und jetzt macht ihr wieder den zwei Konsolen-Glitch. Die zweite Konsole lockt sich dann ein, zieht sich dann das Konsole 2 Outfit an. Und wenn er das dann anhaben sollte, geht er hin, zieht sich dann ebenfalls wieder den Fallschirmrucksack an. Und wenn er das gemacht hat, kann er dann wieder in die Story gehen. Und bei euch sieht das Ganze dann so aus, dass ihr halt immer noch mit eurem Konsole 1 Outfit da steht. Und mit eurem Fallschirm, jetzt geht ihr hin und deaktiviert dann Netcut. Und wenn ihr das gemacht haben solltet, zieht ihr euch den Fallschirm aus. Spammt die Kreistaste, dass ihr die goldene Ladestecke bekommt und danach werdet ihr rausgeworfen. Ich werde euch jetzt wieder das Flip-Ergebnis zeigen. Nach dem 2-Konsolen-Glitch solltet ihr dann auf jeden Fall mit diesem Outfit hier spawnen. Das ist einfach das Konsole 1-Outfit nur ohne den Fallschirm. Und wenn ihr das dann so haben solltet, geht ihr einfach nur dann wieder auf die Optionstaste und geht wieder in Korrupter Korb rein. Hier in der Vorrunde geht ihr erstmal wieder runter auf aktuell, drückt dann einmal die Steuerkreuztaste nach rechts, um auf dem Merch-Outfit zu sein. Als nächstes drückt ihr jetzt dann wieder die Steuerkreuztaste nach links, um auf dem aktuellen Outfit zu sein. Und jetzt geht ihr wieder auf bereit zum Spielen. So, holt das Outfit auf jeden Fall jetzt so wie es ist, mit den Deadline-Schuhen in den Online-Modus rein. Ich würde sagen, ich überskippe das und wir hören uns gleich. So, zurück im Online-Modus seht ihr dann, dass ihr auf jeden Fall schon mal die Deadline-Schuhe drauf habt. Jetzt geht ihr natürlich wieder hin, zieht euch den LCD-Hörer aus. Und wenn er ausgezogen sein sollte, könnt ihr das Outfit jetzt als euer neues Konsole 1 Outfit abspeichern. Ich überschreibe jetzt hier meinen zweiten Platz. So, und wenn ihr das gemacht habt, können wir auch schon hingehen und den nächsten Bab vorbereiten. Als nächstes wollen wir dann einmal die Hose da drauf merchen. Jetzt brauchen wir erst einmal die Komponente für das C2 Outfit, damit sich die Schuhe nicht umfärben in irgendeine andere Farbe. Dazu werde ich euch die Liste auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung wieder verlinken. Dort könnt ihr euch auf jeden Fall die ganzen Komponenten angucken. Die ganze Flip-Liste ist dort auf jeden Fall für alle Leute öffentlich sichtbar. Ich kenne die Komponente halt jetzt leider schon aus dem Kopf. Deswegen brauche ich jetzt nicht nachgucken. Bei mir sind das die weißen Schneestiefel, die dafür sorgen, dass die weißen Deadline Schuhe auch weiß bleiben bei mir und deswegen ziehe ich jetzt einfach mal die weißen Schneestiefel an und wenn ihr euch die dann angezogen haben solltet, geht ihr dann bitte jetzt einmal hier rüber an die Hosen,
geht dann dort einmal auf die Jeans und bei den Jeans muss ich jetzt einmal die Nummer raussuchen. Und zwar ist das die Nummer 43, die abgetragene schwarze normale Hose. Die zieht ihr euch an und dieses Outfit speichert ihr jetzt als euer neues C2 Outfit. Also als euer neues Konsole 2 Outfit. So, habt ihr das dann gespeichert, braucht ihr jetzt noch irgendeine Jogger. Welche Jogger ist eigentlich vollkommen egal. Es darf nur nicht die schwarze sein, weil man die schwarze halt nicht flippen kann. Ich würde euch empfehlen, das Ganze mit der braunen Jogger zu machen. Ich zeige euch mal eben kurz, wie ihr da dran kommt. Geht mal bitte hin, registriert euch erstmal als CEO. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr einmal auf Markierungen ausblenden. Dann geht ihr einmal auf Jobs und lasst euch alle Jobs anzeigen. Dann fahrt ihr hier zu dem Bekleidungsladen, wo ich jetzt gerade bin. Dort ist nämlich direkt ein Job vor der Tür. Den werden wir jetzt auf jeden Fall benutzen. Ihr geht jetzt einmal auf CEO, geht auf Verwaltung, geht auf Stil und sucht euch jetzt einmal das Outfit raus, wo die braune Jogger drauf ist. Da ist es auch schon, Kriegsherr heißt das Ganze. Wenn ihr euch das dann angezogen habt, geht ihr einfach nur zu Fuß in diesen Job rein und startet diesen einmal. Seid ihr jetzt hier in der Vorrunde angekommen, drückt ihr jetzt einfach nur einmal die Kreistaste und mit X bestätigt ihr, dass ihr den Job auf jeden Fall verlassen wollt und danach werdet ihr wieder in GTA Online spawnen und wenn das der Fall ist, müsst ihr sehr, sehr schnell in den Bekleidungsladen reinrennen. Ich werde das jetzt einmal machen. Ihr seht, ihr spawnt mit dem normalen Outfit und jetzt geht ihr hin, drückt jetzt hier einfach nur einmal die Steuerungstaste nach rechts, um ins Menü zu kommen und jetzt wartet ihr einfach, bis ihr rausgeworfen werdet. So, ich bin rausgeworfen worden, da ist jetzt auch schon wieder das CEO-Outfit. Jetzt gehe ich hin und löse mein CEO-Unternehmen auf. Und wenn ich das gemacht habe, seht ihr auch schon, haben wir immer noch das Outfit an. Da ist auf jeden Fall die braune Jogger. Und dieses Outfit hier speichere ich jetzt erst einmal wieder auf dem ersten Platz ab als mein neues Merch-Outfit. So, damit haben wir uns auf jeden Fall die drei Outfits schon wieder vorbereitet. Ich zeige euch das Ganze noch einmal kurz. Hier haben wir unser Konsole 1 Outfit mit den Deadline-Schuhen und der Herzenboxer-Shorts. Und das C2 Outfit ist halt das Outfit mit der Jeanshose und den schweren Schuhen. Und zum Flippen benutze ich hier auf jeden Fall den klassischen Fallschirmrucksack. Und ja, ich werde jetzt Beth auf jeden Fall wieder mit den beiden Outfits machen. Und dann zeige ich euch wieder das Flip-Ergebnis. Wenn ihr dann wieder in GTA Online gespawnt seid, werdet ihr auf jeden Fall mit diesem Flip-Ergebnis hier spawnen. Als nächstes geht ihr dann wieder in Korrupter Cop rein und dort merchen wir wieder das Ganze. Hier in der Vorrunde geht ihr auf jeden Fall wieder runter auf Inbesitz, drückt dann einmal die Steuerungstaste nach rechts, um auf eurem Merch-Outfit zu sein, also das Outfit mit der Jogger. Jetzt drückt ihr einmal wieder die Steuerungstaste nach links, dann seht ihr, habt ihr auch die Jogger auf eurem Outfit drauf und als nächstes holt ihr das wieder in den Online-Modus. Habt ihr das Outfit dann in den Online-Modus geholt, können wir auch schon hingehen und das nächste vorbereiten. Als nächstes machen wir uns nämlich jetzt einmal den Gürtel da drauf, den wir haben wollen. Ich gehe jetzt erst einmal hin und speichere das Outfit hier einmal ab. Ich nehme natürlich wieder den LCD-Hörer ab. So, und dann speichere ich das Ganze. Und zwar speichern werde ich das Ganze jetzt hier einmal auf dem ersten Platz als Merch. Macht das bitte genauso. Und wenn ihr das dann gespeichert haben solltet, geht ihr jetzt hier bitte einmal auf die Kategorie Raubüberfall Overalls. Und bei den Raubüberfall Overalls kauft ihr euch jetzt einen dieser Gasmaskenanzüge und als nächstes braucht ihr ein Teleskop. Seid ihr jetzt in eurem Teleskop angekommen, machen wir jetzt einmal den Teleskop-Glitch mit dem Outfit, was wir gerade eben auf dem ersten Platz abgespeichert haben. Da ist es auch schon, wir haben es ja auf dem ersten Platz abgespeichert, heißt ja Merch. Und wenn ihr das dann so haben solltet, geht ihr einfach wieder von dem Teleskop weg. Und wenn die Maske dann da drauf ist, könnt ihr das Outfit dann noch einmal auf dem ersten Platz abspeichern. So, als nächstes verlasst ihr dann entweder euer Büro oder halt euer Apartment, je nachdem wo ihr sein sollt. Ihr geht auf jeden Fall einmal nach draußen. Und wenn ihr dann draußen angekommen seid, geht ihr einfach hin und bringt euch einmal selbst um. Seid ihr dann wieder gespawnt, öffnet ihr euer Interaktionsmenü, geht einmal auf Stil und spammt jetzt so für 5 bis 10 Sekunden lang einfach mal die X-Taste auf dem ersten Outfit, was ihr da jetzt abgespeichert habt, wo die Maske mit drauf ist. Und wenn ihr das dann gemacht haben solltet, schließt ihr einfach nur euer Interaktionsmenü, guckt, dass ihr unten rechts die goldene Ladestrecke bekommt und anschließend geht ihr jetzt einfach in einen Job für einen Titan. Hier in der Mission angekommen, müssen wir auf jeden Fall einmal zur nächsten Ammo Nation fahren und dann dort einmal das Outfit wieder auf dem ersten Platz abspeichern. Ich werde das jetzt einmal überspringen.
Seid ihr jetzt hier, wie gesagt, an der Ammonation angekommen, geht hier natürlich einmal hin und speichert das Outfit dann, wie gesagt, einmal auf dem ersten Merch-Platz wieder ab. Hier auf dem ersten Platz, das heißt der Merch. Und wenn ihr das dann abgespeichert habt, könnt ihr auch schon gucken, ob das Ganze bei euch funktioniert hat, indem ihr jetzt einfach mal zum Beispiel euer Konsole 1 Outfit anzieht und dann nochmal versucht, auf das Merch Outfit zu wechseln. Es sollte sich normalerweise nichts ändern, wenn ihr das anklickt. Okay, als nächstes könnt ihr jetzt hingehen und den Job wieder verlassen. Und wenn ihr dann wieder gespawnt seid, braucht ihr auf jeden Fall als nächstes ein Outfit, auf dem ein Gürtel drauf ist. Beziehungsweise der Gürtel drauf ist, den ihr nachher auch auf dem Outfit haben wollt. Ich werde mich jetzt hier an den Raubüberfall, Diamond Casino Raubüberfall Outfits bedienen. Und zwar werde ich hier bei der Müllentsorgung, nein, Wartung, war das da? Nein. Das sind die Gefängnisaufseher. Von dem werde ich auf jeden Fall den Gürtel nehmen. Ihr seht, da ist auf jeden Fall ein Gürtel drauf. Von dem will ich jetzt auf das andere Outfit drauf merchen. Ich ziehe das also einfach nur einmal an und gehe jetzt einmal wieder in Korrupter Kopf rein. Seid ihr dann in der Vorrunde angekommen, geht ihr wieder auf im Besitz, dann geht ihr einmal mit der Shulker-Taste nach rechts und dann seid ihr auf eurem Merch-Outfit und dann seht ihr auch schon, habt ihr auch den Gürtel auf dem Outfit. Das holt ihr jetzt einfach wieder ganz normal in den Online-Modus. Seid ihr dann wieder im Online-Modus gespawnt, geht ihr natürlich erstmal wieder hin, zieht euch den LCDO-Hörer aus. Und wenn ihr das dann gemacht habt, können wir dieses Outfit auch schon wieder einmal abspeichern. Ich werde das jetzt hier auf dem leeren Platz einmal abspeichern. Ihr seht das hier, mein vierter Platz ist noch leer. Da werde ich das jetzt als Backup abspeichern. So, das habe ich jetzt gemacht und als nächstes können wir jetzt auch schon hingehen und wieder das nächste Outfit vorbereiten. Ihr geht jetzt einmal hier rüber an die Handschuhe. Bei den Handschuhen könnt ihr jetzt einmal hingehen, das Outfit erst einmal nochmal abspeichern und zwar als euer neues Konsole 1 Outfit. Und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr dann bitte einmal auf die Handschuhe. Und bei den Handschuhen kauft ihr euch dann die graue Digitaltan taktischen Handschuhe. Das ist die Nummer 26. Wenn ihr das Outfit so anhaben solltet, könnt ihr auch schon hingehen und das einmal auf dem zweiten Platz abspeichern. Habt ihr das Outfit dann auf dem zweiten Platz gespeichert, können wir auch schon hingehen und noch das Merch-Outfit bearbeiten. Das können wir nämlich jetzt auch wieder überschreiben. Den Platz brauchen wir nicht mehr, weil wir mit dem Gürtel ja jetzt fertig sind. Ihr geht jetzt hier einmal rüber wieder zu der Kassiererin, geht dann dort einmal auf die Motorrad-Rennanzüge. Und dort kaufe ich mir jetzt für mein Outfit auf jeden Fall die schwarzen Handschuhe. Und wenn ich die dann anhabe, speichere ich das Outfit mit den Rennhandschuhen wieder auf dem ersten Platz ab. So, damit haben wir uns wieder unser Konsole 1 und unser Konsole 2 Outfit fertig gemacht. Mit diesen zwei Outfits werde ich dann jetzt gleich den Beth machen, also den 2-Konsolen-Glitch. Und benutzen werde ich dafür auf jeden Fall den klassischen Fallschirm-Rucksack. Macht das bitte genauso, Leute. Dann funktioniert das auf jeden Fall. Ich werde jetzt eben den Beth machen und dann zeige ich euch gleich das Resultat. Nach den 2-Konsolen-Glitch werdet ihr auf jeden Fall wieder hier mit diesem Outfit spawnen. Als nächstes geht ihr jetzt einfach wieder in Korrupter Kopf rein und dort merchen wir das Ganze wieder. Seid ihr dann wieder in der Vorrunde angekommen, geht ihr wieder runter auf Inbesitz, drückt dann einmal die Steuerkreuz-Taste nach rechts, da ist dann das Outfit mit den Handschuhen und jetzt drückt ihr einmal wieder die Steuerkreuz-Taste nach links, um die Handschuhe auf das Outfit zu merchen. Jetzt könnt ihr wieder auf bereit zum Spielen gehen und das Outfit in den Online-Modus holen. Habt ihr das Outfit dann in den Online-Modus geholt, speichert ihr das bitte als euer neues Backup-Outfit ab. Bei mir ist das jetzt hier auf dem vierten Platz. Und wenn ihr das gemacht haben solltet, können wir uns auch schon die nächsten Komponenten erstellen. Für unseren nächsten Beth-Glitch brauchen wir auf jeden Fall die folgenden Komponenten. Als erstes zieht ihr euch jetzt erstmal wieder euer Deadline-Outfit an. Welche Farbe davon ist vollkommen egal, ihr könnt jetzt auch irgendeine andere Farbe nehmen, die flippt nachher eh in der richtigen Farbe. Ich kann jetzt hier in meinem Beispiel auch einfach mal sagen, ich nehme jetzt einfach mal das Blaue, das wird nachher nämlich eh zu dem Pinken. So, und das speichert ihr jetzt bitte hier dann wieder als euer Konsole 2 Outfit ab. Wenn ihr das dann anhaben solltet, geht ihr einfach nur einmal kurz hier drüben an die Oberteile, geht dann dort einmal auf die Sportjacken. Und bei den Sportjacken kauft ihr euch dann die Nummer 78 ist das.
So, das ist auf jeden Fall schon fast unser Konsole 1 Outfit. Jetzt müsst ihr noch einmal kurz in euer Inventar gehen. Geht dann dort einmal auf die Panzerung und bei den Panzerungen lasst ihr euch einfach die grüne Panzerung anzeigen. Und wenn ihr die dann anhaben solltet, könnt ihr dieses Outfit auch schon als euer neues Konsole 1 Outfit abspeichern. So, als nächstes brauchen wir jetzt irgendeine Weste. Entweder ihr benutzt die Standardwesten, die es ja jetzt hier im Spiel auch zu kaufen gibt. Zum Beispiel halt eine schwarze Standardpanzerung. Ich bin jetzt gerade eben hingegangen und habe mir über den CEO-Glitch die CEO-Panzerung rausgeholt. Da ist sie auch schon. Und dieses Outfit habe ich dann als neues Merch-Outfit abgespeichert. Wenn ihr nicht wissen solltet, wie ihr an diese CEO-Panzerung drankommt, schreibt es mir bitte gerne mal in die Kommentare. Da kann ich nochmal ein separates Video dazu machen, wie ihr euch die Outfits auf jeden Fall rauszieht. Da ist auf jeden Fall jetzt die Weste drauf, die ich gleich auch auf dem Outfit haben will. Deswegen gehe ich jetzt hin und speichere das Ganze hier auf dem ersten Platz als Merch ab. So, als nächstes gehe ich jetzt wieder hin, mache den 2-Konsolen-Glitch. Ich ziehe mir jetzt erstmal hier wieder das Outfit an. Als nächstes gehe ich dann einmal auf Fallschirm, stelle hier bei Fallschirm, ganz wichtig Leute, erstmal wieder auf den Israel-Fallschirm-Rucksack. Und wenn ihr das dann gemacht haben solltet, zieht ihr euch einfach hier wieder ganz normal den Fallschirm an und macht dann jetzt den 2-Konsolen-Glitch. Ich werde euch dann gleich wieder das Ergebnis zeigen. Wenn ihr dann wieder in GTA Online spawnt, werdet ihr auf jeden Fall mit einem Outfit spawnen, auf dem das Deadline-Oberteil drauf ist. Und als nächstes geht ihr jetzt einfach wieder in Korrupter Kopf und dort merchen wir das Ganze wieder. Seid ihr dann jetzt hier in der Vorrunde angekommen, geht jetzt wieder runter auf Inbesitz, drückt dann einmal die Steuerkreuztaste nach rechts, um auf dem Outfit zu sein, auf dem die Weste ist. Und jetzt drückt ihr einmal wieder die Steuerkreuztaste nach links, damit die Weste dann auch auf dem Deadline-Oberteil drauf ist. Und sollte das der Fall sein, geht ihr einfach wieder hin, drückt auf Bereit zum Spielen und holt das Outfit dann in den Online-Modus. Seid ihr dann wieder im Online-Modus gespawnt, geht ihr auf jeden Fall als allererstes hin und speichert das Outfit dann einmal wieder ab. Und zwar auf dem ersten Platz, das ist jetzt unser neues Merch-Outfit. Davon werden wir dann gleich das Oberteil und die Panzerung auf das auf unser Backup-Outfit übertragen. Also speichert das auf jeden Fall jetzt hier wieder auf dem ersten Platz ab. Und als nächstes kommt jetzt unser Backup-Outfit ins Spiel, also das eigentliche Outfit, was wir die ganze Zeit schon am Bearbeiten sind. Da ist es auch schon. Hier geht ihr jetzt einfach nur in euer Inventar, geht einmal auf Panzerung und lasst euch dann einmal hier die grüne Panzerung anzeigen, damit auch gleich die CEO-Panzerung auf das neue Outfit übertragen wird. Das Outfit hier könnt ihr jetzt auf jeden Fall als euer neues Konsole 1 Outfit abspeichern. Und wir haben uns ja am Anfang dieses eine Outfit erstellt, was wir nicht löschen genannt haben. Das ziehen wir uns jetzt einmal an und bestücken das jetzt einmal mit den Komponenten, die wir brauchen, damit sich die Farben halt in den gewünschten Farben halt die Sachen flippen. So, wir gehen jetzt einmal an die Schuhe. Wir wollen ja, dass die weißen Deadline-Schuhe da bleiben. Deswegen gehen wir jetzt einmal hin, gehen wieder auf die schwere Stiefel und ziehen uns wieder die weißen Schneestiefel an. Bei den Hosen möchte ich jetzt gleich, dass die weiße Jogger dabei herauskommt. Also muss ich mir jetzt einmal auf der Komponentenliste, die ich euch wie gesagt in der Videobeschreibung verlinkt habe, einmal die Hose heraussuchen, die dann gleich die Jogger in der bestimmten Farbe färbt. Und zwar ist das hier für die weißen Jogger die lilane Shorts. Ich suche die einmal eben schnell raus. Da ist sie auch schon. Das ist die Nummer 75. Die ziehe ich jetzt ganz einfach an. Und als nächstes sind ja auch noch die schwarzen Handschuhe auf dem Backup-Outfit drauf. Da möchte ich auch, dass sich die Farbe nicht ändert. Also gehe ich jetzt einmal hin und ziehe mir hier bei den Handschuhen auch wieder die grauen digital-tarn-taktischen Handschuhe an. Da graue digital-tarn-taktische, das ist die Nummer 26. Und das ist eigentlich auch schon das zweite Outfit, welches wir brauchen. Das können wir jetzt auch schon auf Konsole 2 abspeichern. Und damit haben wir uns auf jeden Fall schon mal die Outfits für den nächsten Bev fertig gemacht. Wir haben jetzt unser Konsole 1 Outfit, das war ja das Backup Outfit, was wir gerade eben hatten mit der Weste. Und das Konsole 2 Outfit ist das, was wir uns gerade eben aus dem Nicht-Löschen-Outfit erstellt haben. Und wie gesagt, auf dem ersten Platz ist die Merch-Komponente, die wir jetzt gleich auf das Outfit übertragen wollen. So, ich für meinen Teil will jetzt auf jeden Fall noch hingehen und direkt den passenden Helm noch in der Farbe färben. Deswegen werde ich mal eben kurz auf mein C2 Outfit, also auf mein Konsole 2 Outfit, einen bunten Helm übertragen. Ich bin jetzt noch einmal über den Teleskop-Glitch hingegangen und habe einmal einen bunten, kugelsicheren Helm da drauf geglitscht. Wenn ihr einen Helm in einer anderen Farbe färben wollt, braucht ihr auf jeden Fall irgendeinen bunten, kugelsicheren Helm. So, das ist auf jeden Fall mein Konsole 2 Outfit. Das habe ich auch schon so mit dem Helm jetzt abgespeichert. Ich überschreibe das nochmal.
So, sicher ist sicher. Und für das Konsole 1 Outfit, da ist halt alles auch so geblieben. Ich habe jetzt nur noch einen bestimmten Helm da drauf gezogen. So, da ist das Outfit. Ihr geht dann jetzt hier einmal an die Helme, geht dann einmal auf die Rockerhelme und bei den Rockerhelmen kauft ihr euch den Pick-Ass-Kugelhelm. Wenn ihr das dann so haben solltet wie ich, also den Helm darauf angezogen habt, könnt ihr das dann auch schon auf eurem Konsole 2, auf eurem Konsole 1 Platz speichern. So, jetzt zeige ich euch nochmal eben kurz die Outfits. Hier ist wie gesagt das Konsole 1 Outfit, womit wir gleich den Glitch machen werden. Bei den Fallschirmen sage ich euch jetzt schon mal, müsst ihr gleich auf jeden Fall wieder den Israel-Fallschirmrucksack benutzen. Guckt auf jeden Fall, dass der ausgewählt ist. Das Konsole 2 Outfit ist halt dieses mit dem bunten, kugelsicheren Helm jetzt auch noch. Und als unser Merch-Outfit haben wir das Deadline-Oberteil mit der gewünschten Weste. So, ich werde jetzt dann den Beth-Glitch wieder machen und wir hören uns dann gleich, wenn ich mit dem Resultat spawne. So, ich bin jetzt wieder gespawnt. Das Flip-Ergebnis könnt ihr sehen. Der Helm in weiß ist drauf, die weiße Jogger ist da, wir haben den Gürtel, die Handschuhe und die Schuhe. Und als nächstes gehen wir jetzt einfach wieder in Korrupter Kopf und merchen das Ganze dann fertig. Seid ihr dann in der Vorrunde angekommen, geht ihr einmal runter auf Inbesitz, drückt dann dort einmal die Steuerkreuz-Taste nach rechts. Da seid ihr dann auf dem Merch-Outfit mit dem Deadline-Oberteil und der Panzerung. Und jetzt drückt ihr einmal wieder die Steuerkreuz-Taste nach links und dann sehen wir auch schon das erste Mal das fertige Outfit. Das holen wir jetzt ganz normal mit dem LCD-Hörer auch wieder in den Online-Modus. Achtet bitte darauf, dass ihr jetzt auf jeden Fall den LCD-Hörer benutzt, weil ansonsten der Helm despawnt. Wenn ihr euch das Outfit dann in den Online-Modus geholt habt, geht ihr natürlich erstmal hin und speichert das Ganze dann einmal ab. Ich habe das Ganze gerade eben schon einmal vorbereitet. Ich bin hier hingegangen und habe mir dann hier hinten einen Slot rausgesucht, der leer gewesen ist. Da hatte ich auch einen leeren Platz und habe das dann da abgespeichert unter White Deadline. So, ich habe das auch nochmal überschrieben. Jetzt werde ich noch ein, zwei Sachen machen. Und zwar werde ich jetzt einmal meine weiße Duffelbag-Tasche auf dieses Outfit hier übertragen. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, ein Video packe ich euch mal eben kurz oben in die Infokarte. Und ich werde mir hier auch noch eine Maske drauf glitschen. Ich würde mal sagen, ich mache das Outfit so fertig, wie ich das haben möchte. Und dann hören wir uns gleich im Outro, Freunde. Gut, Freunde, ich bin jetzt gerade eben noch einmal hingegangen, habe mir dann erst noch einmal eine Brille da drauf gezogen, das dann abgespeichert. Danach bin ich über den Teleskop-Glitch hingegangen und habe mir dann noch die Maske von dem Diamond Casino Raubüberfall mit da drauf geglitscht. Und zum guten Schluss habe ich dann einfach noch die weiße Duffelbag-Tasche mit auf das Outfit übertragen und damit ist das Outfit auch fertig, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Probleme damit haben solltet oder irgendwelche Fragen haben solltet, wie gesagt, schreibt mir gerne auf Instagram oder halt unten in die Kommentare. Ich werde dort versuchen, auf alles einzugehen, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich wünsche euch wie immer noch viel Spaß damit. Haut rein, Leute. Macht's gut. Bis bald. Und ciao.